Das ist das Bohren dicker Bretter. Ja. Man braucht für richtiges Denken ein sehr starkes Motiv. Ornamentales Denken nie. Es ist verdichtetes Gefühl. Die Emotion wiederum ist kein Gegensatz zum Denken, sondern sie ist das Unterscheidungsvermögen. Sie ist nicht sentimental von Haus aus, sondern sie versteht etwas zu unterscheiden, für Warmblüter zum Beispiel, zwischen heiß und kalt. Und daraus leiten sich unzählige Derivate ab des Unterscheidungsvermögens. Poetik ist in dem Sinne Unterscheidungsvermögen und das heißt Emotion und das heißt, die Emotion ist die Schwester des Denkens.